Ja, es soll jetzt darum gehen, eine schraffierte Fläche zu berechnen. Das ist eine Aufgabe aus dem Musterabitur. Und diese schraffierte Fläche, der Graph ist der Graph der Funktion Wurzel aus 4x plus 16. Und es gibt erstmal ein Problem bei dieser Aufgabe. Welches Problem ist das? Ja, bitte? Wir haben x nicht gegeben. Also. Na, was ist das Problem dieser Aufgabe? Ja? Wir wissen nicht den Bereich, in dem, also... Ja, das ist nicht ganz sauber. Das ist, habe ich bei vielen... Ja? Also man hat keine Skalierung, deswegen hat man nicht die Grenzen. Ja, das hier. Das Problem ist das hier, dieser... Wo beginnt die Wurzelfunktion? Das ist das große Problem. Und das haben viele von Ihnen auch irgendwie notiert. Sie wussten halt nicht, wo es anfängt. Ja, wo fängt denn diese Wurzelfunktion an? Ja? Ich habe Wurzel von 40 bis 16 gleich 0. Natürlich. Das heißt, Sie müssen das hier 0 setzen, die Nullstelle von dem Ding rechnen. Sie müssen bloß ein bisschen aufpassen, wenn Sie die Wurzel 0 setzen, dann müssen Sie quadrieren. Und wenn Sie quadrieren, wissen Sie, quadrieren ist keine Äquivalenzumformung. Und dann quadrieren Sie das hier gleich 0. Oder 4x gleich minus 16 oder x gleich minus 4. Aber wenn Sie das so gerechnet haben, dann müssen Sie theoretisch die Probe machen. Praktisch brauchen Sie es nicht, weil wir ja hier in der Zeichnung erkennen, dass es eine Nullstelle gibt. Und da das der einzige Kandidat ist, ist das die minus 4. Und wenn Sie sich aber nicht sicher sind, machen Sie die Probe. Also wie gesagt, die muss hier nicht sein. Probe Wurzel aus 4 mal minus 4 plus 16 ist Wurzel aus 0 und das ist 0, stimmt also. Gut, so jetzt haben wir die untere Grenze und jetzt rechnen wir das Integral. Also die Fläche ist das Integral von minus 4 bis 0. Hier bitte immer die kleinere Zahl hinschreiben, hier immer die größere Zahl. Und dann über diese Funktion Wurzel 4x plus 16 dx. So, wie finde ich jetzt Stammfunktionen von dem Ding? Ja? Ich hätte die Stammfunktion 2 Drittel, 4x plus 16 und 3 Halbe. Und bevor ich das mache, wandle ich die Wurzel in eine Potenz um. Das ist wichtig. Also habe ich schreibe hier zunächst mal das hoch 1 Halb hin. Dann mache ich hier eine lineare Substitution. Das heißt, eine Stammfunktion wäre 4x plus 16 hoch 3 halbe. So, das war jetzt eine Stammfunktion. Aber da fehlt noch was bei der Stammfunktion. Ja? Bis 10. Dann habe ich alle Stammfunktionen. Durch 4. Nein. Ja? Durch 3 halbe. Genau das. Das heißt, Sie müssen das hier durch 3 halbe noch teilen. Fehlt noch was? Ganz wichtig, dass Sie das können. Auch für die nächste Arbeit, nicht für den nächsten Test, ja? Ableitung innere Funktion. Jo, und die innere Ableitung ist hier diese 4 und durch die müssen Sie teilen. Also das heißt, das hier wäre, also so sollte das nachher aussehen, das Ganze. So oder so ähnlich. Gut, und jetzt setze ich das Ganze ein. Ja, das heißt, ich setze hier, da müssen Sie aufpassen, wenn Sie die 0 einsetzen, kommt da immer nicht 0 raus. Gell? Aber ich fange jetzt als erstes mal an, das hier noch ein bisschen besser zu schreiben. Das ist also 1/6. Wenn ich das hier zusammenfasse, kann ich die 2 und die 4 kürzen, dann bleibt hier 1/6 übrig, mal 4x plus 16 hoch 3 halbe. Und denken Sie dran, es ist Pflichtteil, also es muss rechenbar sein. Wie gesagt, wenn Sie jetzt hier am Anfang die 0 einsetzen, kommt nicht 0 raus, dann habe ich 1/6 mal. Statt der 4x schreiben Sie 4 mal 0, das ist also 0. Also haben Sie hier mal 16 hoch 3 halbe. Das 6 klammere ich insgesamt aus. Und dann setze ich die minus 4 ein. Minus, wenn ich die minus 4 einsetze, steht hier 4 mal minus 4 plus 16 hoch 3 halbe. Nur dass das jetzt die eckige, es soll jetzt eine andere Klammer sein als die eckige. So, und der Summand hier hinten ist tatsächlich 0, weil 4 minus, mal minus 4 gibt minus 16, plus 16 ist 0, 0 hoch 3 halbe ist 0, aber 16 hoch 3 halbe. 16 hoch 3 halbe müssen Sie rechnen können, und zwar 16 hoch 3 halbe
ist das gleiche wie Wurzel aus 16 und das hoch 3. Die Wurzel aus 16 ist 4, das ist also 4 hoch 3 und 4 hoch 3 ist 64. Wenn Sie das nicht auswendig wissen, dann ist es auch okay, also dann müssen Sie es halt händisch rechnen. Also das bedeutet, hier kommt dann raus ein Sechstel mal, und hier kommt dann die Schweifklammer, hier steht die 64 minus 0 und das ist 64 Sechstel oder 32 Drittel. Das heißt, die Fläche davon ist 32 Drittel Flächeneinheit. Also ganz wichtig, dieser Teil hier, wenn Sie an der Stelle Fehler machen, ist es nicht tragisch für die Aufgabe, aber es ist ziemlich katastrophal. Es kann im Abitur dann für Sie einen halben Punkt oder Punktabzug bedeuten und das ohne Not.